Mein Baby. Alles okay? Nein, ne? Nichts ist okay. Alles ist doof, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß, du möchtest raus. Aber hast du gesehen, wie es draußen aussieht? Ich weiß. Sieht doof aus. Weißt du, was wir machen? Komm, ich sag dir, was wir machen. Wir nehmen jetzt dein Geschirr und deine Leine und dann gehen wir vernünftig spazieren draußen, ja? Aber nicht in diesem Schlamm. Okay? Rennst du hin? Wo ist eigentlich Apollo? Naja, erstmal müssen wir hier sein Geschirr rausholen und seine Leine. Wir nehmen mal das andere Geschirr. Ja, wir nehmen dieses Geschirr hier. Aber wir gehen gleich durch die andere Tür raus, weil ich nicht so gern durch Schlamm laufen will wie gestern. Ja. Dann werden meine Schuhe so dreckig. Dann kann sie keiner mehr anziehen. Komm her. Warte. Sorry. Wollte dich nicht erschrecken. So, einmal. Noch einmal. Warte. So, dann hast du das hier schon mal an. Jetzt gehe ich mich selbst anziehen, okay? Ja, ich beeile mich. Komm mit. Na komm. Ja, wir gehen da vorne raus. Da vorne gehen wir raus. Komm. Komm. Hab doch keine Angst. Was hast du denn? Komm her. Wir brauchen einen Schlüssel. Ja, hier. Komm. Geht noch. Apollo ist weggelaufen. Anscheinend will er nicht spazieren gehen. So. Wir können jetzt hingehen, wohin du willst, aber nicht auf fremde Grundstücke, okay? Wir müssen mal gucken, wo wir hingehen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich wollte immer Hunde oder wenigstens einen Hund. Und der Grund, warum ich mir keine Hunde angeschafft habe, war, weil ich keine Lust hatte, dreimal am Tag bei Wind und Wetter nach draußen zu gehen, spazieren zu gehen, warten, bis sie an jedem Busch oder wie hier an jeder Tonne geschnuppert haben und dann weiterlaufen. Und ich hatte keine Lust auf dieses Training und ja, dieses ganze Erziehung und so weiter. Naja, jetzt habe ich eine Katze. Der verlangt das Gleiche. Er möchte gern trainiert werden, Erziehung und so weiter. Das gefällt ihm auch alles. Und das Schlimmste ist, er möchte, dass man mit ihm spazieren geht. Also klar, er würde auch alleine laufen, aber dann würde ich halt riskieren, dass, naja, wer lässt seinen Hund alleine laufen, oder? Was passiert, wenn ein Hund alleine läuft er fürs Auto, ist er tot. So, genau das Gleiche mit dieser Katze. Kätzchen, eigentlich wollten wir doch nicht hier hin. Er liebt seinen Garten. Toll. Willst du mal gucken, was die hier gemacht haben? Mit deinem wunderschönen Garten. Aber später müssen wir wieder Pfötchen sauber machen, das weißt du, ne? Tja, und so ist das Leben. Und wie immer muss ich durch Dreck und durch Schlamm und diese Katze will gleich wieder zu den Nachbarn, was er nicht darf. Darfst du nicht, hast du nicht gehört? Ich muss dich gleich wieder auf den Arm nehmen. Ja, siehst du? Schon mal falsche Richtung. Komm her. Komm her. Doch. Keine Widerrede. Wir gehen wieder zurück. Wenn du irgendwo hin willst, dann gehen wir dahin. Guck mal, hier ist Wiese. Ja. Hier ist Wiese, hier können wir laufen. Komm. Komm, wir gehen hier lang. Unglaublich, dass ich in meinem eigenen Garten an der Leine laufen muss, nicht wahr, Cosmo? So eine Unverschämtheit. Ja, das Problem ist, Marcel hat gesagt, er kann den Zaun erst zum Wochenende oder am Wochenende wieder reinsetzen, weil da ist noch so viel Erde, was weggeschaufelt werden muss. Der Zaun kann nicht gesetzt werden, bevor die Erde da nicht wegkommt. Ja. Komm, weiter. Nicht?
Gut, dann gehen wir nicht weiter. Katzi, wo wolltest du denn hin? Hm? Wolltest du von mir weglaufen? Ich bin's doch nur. Willst du wieder rein? Hier ist aber zu. Wir müssen einmal rumlaufen. Weil ich hier die Tür nicht aufgemacht habe. Komm mit. Cosmo. Cosmo, komm mit. Anfassen? Anfassen? Wir fassen nicht an. So, wenn du nach Hause möchtest, kannst du hier reinlaufen. Hast du einen Hund gehört? Oder was hast du gehört? Okay, Kätzchen möchte jetzt doch nicht nach Hause. Oder doch? Sag Bescheid. Sag Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Fremdes Grundstück. Können wir nicht hin. Wir können aber... Katzi, wenn du möchtest, können wir ein Stück weiter gehen. Da ist dann Wald oder so. Oder Felder. Da kannst du dann aufs Feld. Aber hier besser nicht. Komm. Und da sind Autos, ne? Das findest du auch doof. Ich weiß. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Mach das nicht. Mach das nicht. Komm her. Warte, ich muss dich holen. Ach, du willst den Rasen hier. Na gut. Na gut, ein Stück darfst du. Ja, endlich wieder Rasen gefunden, nicht wahr? Aber nicht zu viel davon essen, weil zu viel Rasen ist auch nicht so gesund. Wie ihm das zu schmecken scheint. Ja. Okay, letzter Grashalm aber. Dann mach noch den großen und dann war's das auch. Einfach abgekaut, wie so eine Kuh. Ja, da läuft jemand rum, weil es nicht dein Grundstück ist. Deswegen guckst du so. Okay, jetzt ist aber gut. Sonst kotzt du mir wieder den ganzen Boden voll. Machst du so wahrscheinlich sowieso. Ich glaube nicht, dass er so viel Rasen auf einmal verdauen kann. Wir gehen wieder rein. Genug Rasen gefuttert für heute, okay? Sonst kriegst du wieder eine Magenverstimmung. Warte, warte. Ich hab's gleich. Warte, warte, ich hab's gleich. So, und wir gehen als erstes dir wieder die Pfoten sauber machen. Ey, 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 nicht an meine Jacke. Nicht an meine Jacke sauber machen, okay? Warte. So, Fakt ist, wir müssen trotzdem deine Pfoten sauber machen. Ja, müssen wir. Waren zumindest schon mal sauberer als gestern. Ausziehen? Na, nicht so ausziehen. So, genau.